Ich glaube, ich muss einen Death-Counter einbauen. Alter. Jetzt sieht es aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Finden wir jetzt etwa schon Eldorado? Das schreit nach einer Cutscene. Said it. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. Eldorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es Schade. War das hier. Es war ein Götze aus Gold. Eine Stadt wäre auf jeden Fall nicer gewesen. Kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Let's folgt der Spur. Ich kann hier jetzt auch mal bitte irgendwas wieder glänzen. Mein Sammeldrang. Ich verspüre meinen Sammeldrang. Ah, hier hören Sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Nirgendwo glänzt was. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Zutiefst enttäuscht. Halt, Sally, hörst du das? Oh, das hört sich nach Wasserfall an. Na, sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Ein U-Boot? Holy. Ein fucking U-Boot im Dschungel. Ah ja. Wie zur Hölle und warum ist es hier gelandet? Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hä? Na, ich weiß nicht recht. Bei Hoch... Bei der Sache irgendwie unwohl. Wie hoch ist denn das Wasser? Sag, auf dieser Scheißinsel, beziehungsweise im Dschungel... Weißt du was? Du bleibst wie hoch ist das Wasser, wenn es bei Hochwasser da reinkommen soll? Ja, genau. Mach das. Oh, ah, warte ja. Mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Ein deutsches U-Boot. Ist es etwa ein braunes U-Boot? Kapitel 3. Überraschender Fund. Ernsthaft? Ich kann hier nicht dran springen. Tauchen geht auch nicht, ne? Nee. Aber ich muss sagen, die Musik ist atmosphärisch auf jeden Fall. Hier, Moment. Hier kann ich wahrscheinlich auch nicht auf. Ich kann nicht mal auf den Felsen hier. Okay. Doch, kann ich. Wow. Hä? Kamera? Okay, ich glaube, die Kamera will mir sagen, dass ich hier lang muss. Kletters, müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Ah. Das ist eine coole Mechanik. Mit diesen Ranken. Hoch. Danke.
Also die Musik, die gefällt mir echt mega gut. Hoch, hoch, rüber, rüber. Hey, pass da oben auf, da geht's tief runter. Ach was, dann schick mich doch hier nicht hoch. Ja. Oh, kann ich jetzt, muss ich jetzt einen Todessprung ins U-Boot machen? Schade. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool gewesen, so ein Leap of Faith ins U-Boot rein. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Fast wäre ich runtergefallen. Nate, von dort kannst du dich wohl direkt ins U-Boot fallen lassen. Oh, guckt euch mal. Das ist ein geiles Bild. Gibt's einen Fotomodus? Gibt's einen Fotomodus? Nahkampf, Kamera, Schulter wechseln. Ah, Fotomodus. Nach unten. Okay, und nachher, also kann ich nicht. Das. Dann auf den Share-Button. Screenshot. Nice. Und ein geiles Thumbnail, finde ich. Fotomodus verlassen, ja. Nice. Gegen Tetanus geben? Sehr witzig. Geh aber mal kurz an die Spitze. Vielleicht ist da ja noch irgendwas. Seht ihr? Da, es hat geblinkt. Ja. Inka-Ohrring aus Gold und Türkisgestein. Nice. Das war auch ein cooles Bild. So, dann gehen wir mal ins Boot. Also, entweder im Ersten Weltkrieg gab es halt noch keine deutschen U-Boote. Also keine U-Boote. Es müsste dann ja eins aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Das heißt, hier müssten Nazis drin sein. Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut. Und Suppe. Was? Suppe? Lecker. Ich hoffe, hier glänzt irgendwas. Tür auf. Ja, er ist einfach der Stärkste von allen. Noch eine Luke. Nee, Moment, das war das Patronenrohr. Ja, das Torpedorohr. Das sieht nach einem Toten aus. Hier sieht er mumifiziert als tot. Dieses Geräusch. Oh, spanische Münzen? Na, wo kommt die denn her, mein leicht verwester Freund? Oder Englisch. Das sah ein bisschen aus wie das Parlament in Amerika. Hm.
Ich glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Okay, spanische Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Spanische Münzen. Drehen, drehen, drehen. Einfach drehen, drehen, drehen. Okay. Gemütlich. Gemütlich. Die Betten sahen echt nicht so ungemütlich aus. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Loot ist wichtig. Loot ist gut. Eine Karte. Warte mal. Versteckte Insel. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK. UK. UK-2642. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst oh, was? Oh. Sully? Ich glaube, da ist was passiert. Okay, hier gibt's nichts mehr. Oh. Oh, oh, oh shit. Oh shit. Oh shit. Hey, hey. Is this the bad guy? Gabriel Roman. Ich weiß genau, wer du bist, Dreckskerl. Wo bleiben die Manieren? Wir sind geschäftlich hier. Los, darüber. Langsam. Hoch mit den Händen. Ja, schon gut. Ihr Freund schuldet mir viel Geld, Mr. Gray. Sehr viel Geld. Und als er mir sagte, dass Sie zwei etwas gefunden hätten, den Fund Ihres Lebens, sagte er, war ich fasziniert. Aber große Töne hat er schon früher gespuckt, nicht wahr, Victor? Es ist immer das Gleiche. Die Stimme erinnert mich irgendwie an diese Stimme von Galileo, die halt diese Beiträge kommentiert. Tja. Ich fürchte, wir müssen jetzt leider gehen. Es sei denn, Sie hätten etwas dort drin gefunden, Mr. Drake, das uns für die Unannehmlichkeiten entschädigt. Er verarscht dich, Nate. Sie wissen alles. Gib ihm die Karte. Langsam. Was hat die Kriegsmarine mit Eldorado zu tun? Meinst du, das wäre ein Zufall? Die Deutschen haben auch den Schatz gesucht. Damit hat diese Karte zu tun. Sind wir quitt? Vorerst.
Nur für den Fall, dass Sie vergesslich sind. Hey, langsam. Lassen Sie. Hey, hackt ihr nicht immer erstmal einen Finger ab oder so? Das hat keinen Stil. Nein, das hier wird ihm mehr wehtun. Wow, wow, wow. Kommen Sie, Roman. Er hat nichts damit zu... Sully! Oh. Sully! Also Dreckskerl! Ist Sully jetzt tot? Das wäre nicht so geil.